Und hier ist immer Munition drin. Oh, Alter, ist das geil. Viel Vorrat, ey. Ja, geil, wir haben unser Bike jetzt auch wieder, ne? Sprich mit Ricky. Okay. Haben wir wirklich keine andere Mission? Das ist wirklich alles, was wir haben? Naja, wir nehmen den Job einfach an. Hopp. Eine Gruppe Männer war hier und ballerte rum. Als wir sie nicht reinließen, fuhren sie weg. Oh, Scheiße. Welche Richtung? Nach Westen. Aber sie fuhren nicht weit. Sie haben ein Camp nördlich von Eden Hill. Ich glaube, sie planen einen weiteren Angriff. Bitte sieh dir das mal an. Okay. Ja, ich kümmere mich. Danke, Deek. Du kaufst was. Ja, ja, ich. Ein paar Sachen. Reparier das mal bitte. So, dann Optik. Ich hab doch solche Dinger freigeschaltet, oder nicht? Er ist mein Bruder und so individuelle Designs, oder nicht? Ich bin hier, wenn was ist. Wie kann ich die denn an das Bike packen? Na egal, wir machen erstmal diese Mission und dann müssen sich ja Story-Missionen eigentlich quasi automatisch melden. Aber wir können ja jetzt nicht auftragslos durch die Welt gehen, ne? In der Hinsicht. Es gibt immer hier irgendwas zu machen. Wir können ja auch Nebenmissionen die ganze Zeit machen, bis wir halt eine Story-Mission bekommen. St. John, sprich mal Copeland für Deacon St. John. Hey Cope, was gibt's? Ich wollte mich nur melden. Ein paar von meinen Männern waren neulich auf dem O'Leary Mountain. Haben dort ein Versteck gefunden im Waldarbeiterwachturm. Ach was. Ja, haben sie gesagt. Soll verlassen gewesen sein. Tja, aber wer da auch lebte, hat ein Bike gehabt. Das Ding ist wohl in einem Top-Zustand. Was du nicht sagst. Ja, aber es kommt noch besser. Als sie heute wieder darauf fuhren, das Ding abzuholen, war das Bike weg. Das ist doch wirklich seltsam. Cope, das ist alles wirklich faszinierend, aber... Jetzt fahrt's ab. Das Beste kommt doch jetzt. Gegnerische Camps, die Farewell Witness ist voll, ja, ja. Bleiben wir das Camp. Okay, Ricky. Ich bin bei Eden Hill und jede Menge Drifters. Kriegst du das hin? Na, ich schätze, das werden wir bald rausfinden. Liegen Ende. Markier ihn doch! Was? Was geht's? Das sind Männer! Seh dich in deinem Versteck! Komm schon, ja. Kommt alle her. Ich will, dass die mich pushen, Alter. Das wird spaßig, Jungs.
Alle einzeln im Nahkampf werde ich ficken. Ich fick alle einzeln im Nahkampf. Das sind Menschen. Wer ist hinter uns? Zack, Alter. Ich gehe da einfach durch, als wäre es nix, hä? Wer ist hinter uns, hä? Alle einzeln ficken. Oh nein. Das war so dumm. Das war so dumm. Ich verstehe es, ich verstehe es, ich verstehe es. Verpiss dich. Komm her. Piss dich. Das könnt ihr besser. Alles klar. Das war's. Ach Mist. Komm her. Und der letzte ist auch irgendwo hier. Komm, wie du einfach da durchrennen, Alter. Aber wir sind echt stark geworden, ey. Ich bin zufrieden. Da bist du doch. Wie viele seid ihr noch? Okay, ich glaube, das waren alle. Gut. Easy peasy. Ich muss die Angreifer zu ihren Lager verfolgen und sie erledigen. Ach, das ist Plündercamp, Jäger. Okay, jawohl, die Plünder hasse ich eh. So, Copeland wollte was von uns, glaube ich. Und ja, wir können weitermachen. San John, hier spricht Mark. Was soll denn der Scheiß? Okay. Okay, wo waren wir nochmal? St. John, hier spricht Mark Copeland für Deacon St. John. Hey Cope, was geht? So, solange wir eh jetzt irgendwas machen. Ja gut, das ist alles jetzt hier in der, nicht in der Nähe, ne? Gibt's. Ich wollte eigentlich Karte aufmachen. Meine Männer waren nur nicht auf dem. Hallo? Warum sprichst du nicht mit mir? Ach so, weil ich die Mission. Okay. Na gut, ich kann keine Mission machen, solange. Ich darf es nicht auswählen. Nicht mehr in der Gegend rumballern. Gott sei Dank. Ich sag's Iron Mike. Weißt du, wenn du so weitermachst, ist Mike im Handumdrehen dein bester Kumpel. Bis dann, Deke. Deke, hast du die Jungs gefunden, die herumgeballert haben? Hey Mike, ja. Ich hab sie gefunden und die werden nicht wiederkommen. Also, dass sie mich hassen, kann ich komplett nachvollziehen, ne? Also. Aber ich werde mich nicht mit denen anlegen, das sind viel zu viele. Hörst du mich?
Ja, Eddie, was gibt's? Könntest du mal auf der Krankenstation vorbeikommen? Stimmt was nicht? Nein, ich muss nur mit dir reden. Ah, ja, okay. Na, es sind viel zu viele. Ich muss hoch. Da ist noch ein Nest. Alter, Falter, ne? Ach du Scheiße. Juch! Okay, ich bin gefickt. Keine Ahnung, was man da machen soll. Ich hoffe, es speichert sich nach jedem Nest so quasi. Ich hoffe es zumindest, sonst wäre schlecht. Infiziertes Gebiet. Oh, stinkt zumindest einigermaßen. Ich muss sie verbrennen, alle zerstören. Oder wie sieht es aus so quasi mit denen? Deacon, wenn du Zeit hast, schau beim Camp vorbei. Es gibt Arbeit. Ricky, okay. Ich komme rum. Send on end. Na, ich hab 4 von 6, okay, passt. Und 5% hier drauf. Okay, ich bräuchte eine neue Waffe. Ja, zumindest mal nicht schlecht. Ich könnte das hier alles wirklich räumen. Boah, geh einfach rein. Was ist das jetzt? Nagelbesetztes. Ich hab keinen Schrott, ne? Scheiße. Man braucht Schrott dafür. Okay, wo finde ich hier Schrott? Ah, hier ist eins, okay. Verpiss dich doch mal! Meine Güte! Ich halt eine stärkere Waffe, ne? Aber ich kann dieses nagelbesetzte Stuhlbein nur machen, wenn ich halt wirklich... Wenn ich halt Schrott hab.
Stimmt, waren wir nicht schon mal hier? Zumindest kommt mir diese Gegend so verdammt bekannt vor. Ja, doch. Wir waren hier schon mal. Und hier ist auf jeden Fall Schrott. So, jetzt kann ich bestimmt... Ah. Jetzt könnte ich mich schon instant um das letzte Nest hier, wenn ich es finde. Könnte hier drin sein, wer weiß. Ach nee, hier war mal ein Nest, okay. Na gut, wir brauchen nämlich hier noch das letzte Nest. Ach hier, optionales Ziel, okay. Jetzt müsste... Das muss in der Nähe sein. In der Nähe. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Ich hoffe, ich treffe das von hier. Ja, ja. Gut, dann habe ich ja alle Nester. Ja. Sehr gut, hauen wir ab. Triff dich mit Eddie. Ist das wirklich die einzige Mission, die wir hier haben? Das ist kein Leben. Schutz für die Schwachen. Okay, wir kriegen neue Missionen, Jungs. Das ist kein Leben. Fertigkeitspunkte auch noch. Warum nicht? Ich denke, im Nahkampf brauchen wir noch ein bisschen was. Reduziert den Ausdauerverbrauch, ja. Gut, wenn wir hier... Weniger Ausdauer verbrauchen, ne? Gut. Fertigkeiten Stufe 5. Erhöht deine Chance auf kritische Treffer oder Eliminierung um 25%. Stiefel, Messer, Kombos richten doppelten Schaden an. Die Fähigkeit, einen Tarnangriff auf schwere Freaker auszuführen. Fügt außerdem... Fügt außerdem die Fähigkeit hinzu, im Freien aus einem Kampf schwere Freaker und große Tiere zu töten. Alter Henker, das will ich auf jeden Fall, Jungs. Da kann ich die ja übelst easy peasy töten. Na dann gehen wir erstmal zurück zu Eddie. Treffen wir uns mit ihr. Ich könnte eigentlich schnell speichern. Na dann, auf geht's. Wir gehen zu Eddie. Ich find's gut, dass wir jetzt auch endlich mal wieder eine Mission gemacht haben, wo wir Nester und so zerstören. Gehört eigentlich auch dazu. Sollten wir eigentlich auch öfters machen. Aber ich dachte, es passt einfach. Was Jäger. Und was wollte Copland eigentlich von uns? Naja. Werden wir später erfahren. Und ja, ich hab dich gehört, du Stück Scheiße, aber ich habe keinen Bock, mich mit dir auseinanderzufetzen. Ich würde die locker, flocker umbringen, aber die kommen immer wieder. Also was juckt das? Wir verschwenden meine Zeit. Junge, habe ich euch schon mal gesagt, dass ich diese verfickte Brücke hier hasse? Ich finde es interessant, wie auf einmal es hier anfängt zu schneien und so. Ich scheiß jetzt drauf, ich fahre nur noch. Ich fahre nicht mehr auf dem Radar blickend, sondern ich fahre einfach so wie ich fahren sollte einfach. Das verwirrt mich einfach nur, diese fucking Radarwegbeschreibung. Wie geht's William? Hab ihn lang nicht gesehen. Wie es Boozer geht, wie uns anderen, Mann. Er überlebt.
Ja, dann schlägt er sich besser als die meisten. Ja. Hör zu, du musst auf ihn aufpassen. Was meinst du? Ja, einen Arm zu verlieren ist hart, sein altes Leben ist vorbei. Er hatte kein tolles Leben, Eddie. Du bist sein Freund. Vielleicht der Einzige. Okay, und deswegen will sie mit uns sprechen, oder was? Okay. Bowser wird überleben. Jetzt braucht er einen Grund zu leben. Ich muss arbeiten. Das ist kein Leben, okay? Das ist eine Story-Mission mit Bowser immer noch. Es geht um Bowser, aber das ist quasi Kapitel 2. Schutz für die Schwachen. Na gut, immerhin sind wir jetzt hier, was Infizierungsbeseitiger und Hinterhaltcampjäger angeht, sind wir 4-4. Das sollte jetzt erstmal passen. Er wird überleben. Was ist denn los, alte Dame? Aber wir bräuchten trotzdem ein bisschen Benzin, Jungs. Ich kann auch hier bestimmt nachtanken, oder Boys? Job verfügbar. Na, na, Ricky, wir können jetzt nicht. Wir müssen uns um Bowser kümmern. Geh doch mal weg! Ich kann dein Bike auftanken, ist sicher nötig. Jupp. Du brauchst echt viel Sprit, was? Wann kann ich denn jetzt hier. Ach, das ist immer noch gar nicht gut, ey. Wir sehen uns. Dauert noch ewig, bis wir hier überhaupt irgendwas. An Punkten. Bis wir überhaupt die Stufe 2 erreichen, dauert es noch. Aber wenn wir weiter Mission machen, müsste es eigentlich so langsam höher gehen. Und die Jobs müssten eigentlich auch immer die Vertrauenspunkte und so erhöhen. Aber egal, ich will jetzt erstmal Story machen. So wichtig ist es jetzt nicht. Was wir jetzt erstmal hier brauchen an unserem Bike und so, das brauchen wir absolut noch gar nicht. Aber wäre, denke ich, vielleicht nicht. Es wäre bequem, sagen wir es mal so. Es wäre super, wenn alles hier natürlich wunderbar perfekt wäre, aber so ist das Leben, Bitch. Was ist denn. Das dort, da ist ein Infizierungszeichen. Ja, schade, dass ich da nicht runter kann, aber. Es könnte sein, dass ich hier. Ich gehe jetzt einfach mal nach rechts lang, sorry. Ach, das Sherman's Camp. Ich bin da nicht geistig zurückgeblieben, oder? Na, na, na. Na, na. Das machen wir jetzt sicherlich nicht. Das machen wir später, wenn wir wirklich genug Munition und alles haben. Was geht denn hier ab? Ist Bowser irgendwo und arbeitet, während dich Leute vor der Tür umbringen. Die tagsüber auf der Farm nach Bowser. Hi Bowser, was geht? Bowsman, wie geht's dir? Ich hab mächtig Spaß. Traumhaft hier. Okay, arbeite nicht zu hart.